Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Schau, ich habe mir jetzt eine kleine Pause mal zwischendurch gegönnt, habe mich ein bisschen gestärkt nach dem ganzen Trubel hier, habe mir einen neuen Kaffee gemacht und habe eine Buchtel gegessen. Boah, köstlich. Allerdings ohne Vanillesoße, aber trotzdem sehr köstlich. Wir haben eine Hauptmission erledigt. Wir haben den Big Bang erledigt. Dafür eine neue bekommen. Und zwar, da war, glaube ich, ne? Warte, ist hier. Genau. Tod eines Genies. Der Duke von Davar ist sauer. Logan will, dass ich den Wissenschaftler Conrad töte. Logan will sich damit für den Verrat bei der Sache mit dem Big Bang rächen. Könnte man versuchen. Mal schauen, wo er wäre. Wahrscheinlich in Ignaton. Ja, natürlich. Da sitzt er. Aber auch Falk muss hierher. Also würde ich sagen, wären es zwei Fliegen mit einer Klappe. Also bohren wir uns mal zur Kathedrale. Ja. Gut. Ich hoffe auch, dass wir diesen Deppen umhauen können. Das wird die Zeit zeigen. Zuerst werden wir mal Falk, glaube ich, seine Quest da machen tun. Hier. Genau. Das zuerst. Bevor wir Scheiße bauen. Ist das auch da oben dabei? Tatsächlich ist dasselbe Ort, so wie es ausschaut. Haha. Ah, nicht schlecht. Gut. Dann hoffe ich mal ganz stark, dass ich keinen Blödsinn gemacht habe. Und das, dass wir das Richtige hier machen. Oh, Zigaretten. Danke. Ah, hier geht's nicht weiter. Dann da drüben. Vermutlich. Und hier vermutlich. Da würde ich sagen, wir speichern das Ganze mal. Auf den 10. Spielstand, bitte ja. So. Gut. Na, du Krippel. Oh, sieh mal an, wer da ist. Meister? Falk, was für eine freudige Überraschung. Och, Mann. Meine Aufgaben sind erledigt. Ich bin zurück. Hervorragend. Das ist die beste Neuigkeit seit langem. Ich habe nicht an dir gezweifelt. Oder sagen wir besser an mir. Hier sind die Teile, die ich dir bringen sollte. Mhm. Ich dachte, du bist im Auftrag eines Legats unterwegs. Das war ich doch. Oder nicht? Suche Daten. Was stimmt mit ihm nicht? Ist er nicht ein wunderbares Geschöpf? Er ist meine größte Erfindung. Die Krone der Schöpfung. Du hast ihn erschaffen? Natürlich. Er ist mein Meisterstück. Und heute wird er vollendet. Dank dir. Ach ja? Ich werde die Teile in ihn verbauen und ihn besser machen als je zuvor. Moment mal. Willst du damit sagen, er ist nur eine Maschine? Viel mehr als das. Er ist die größte Errungenschaft seit der Errichtung des ersten Konverters. Ich danke dir, dass du ihn zurückgebracht hast. Offenbar hat er dich als seinen Waffengefährten erwählt. Sehr interessant. So wie es aussieht, ist er bei dir in guten Händen. Er hat sich bei dir erstaunlich entwickelt und er wird täglich besser. Und deshalb wirst du ihn wieder mitnehmen. Er wird deine größte Waffe sein. Warte hier, bis ich mit meinen Arbeiten fertig bin. Mhm. Deshalb musste man die Hauptmission zuerst schaffen. Falk, initialisiere. Was jetzt? Jetzt werdet ihr eine neue Evolutionsstufe einleiten. Pass gut auf ihn auf. Mir fallen gleich 32 Ideen ein, wie man die Produktionskette maximieren könnte. Aber ich nehme an, dass ich, wie so oft, auf taube Ohren stoßen werde. Ich glaube, mich trifft nochmal der Schlag. Gut, aber nichtsdestotrotz müssen wir den Krippel da scheinbar töten. Aber ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher, ob ich das jetzt schon machen soll. Weil, vielleicht,
Brauchen wir diesen Deppen noch? Na, das war doch mal eine geile Show in der Wüste, was? Ich glaube, da habe ich mich glatt selbst übertroffen. Was hast du dir bei dem großen Big Bang eigentlich gedacht? Hey, der Plan war gut. Eine Kriegsmaschine, die dem Besitzer seinen eigenen Vorgarten zerwühlt. Komm schon, das ist doch witzig. Ich wäre fast draufgegangen. Tja, aber du bist es nicht. Stattdessen hast du mein Meisterwerk zerstört. Ja, okay. Vielleicht war er ein wenig übermotorisiert und hätte ganz Magellan in Schutt und Asche legen können. Aber hey, der Duke wollte Ignadon sprengen und ich habe ihm die Suppe gehörig versalzen. Eigentlich müsste ich dafür einen Orden kriegen. Was machst du jetzt? Der Duke will deinen Tod, wegen Falk. Erstmal meine Freiheit genießen. Mit meinem nächsten Projekt lasse ich mir erstmal ein wenig Zeit. Wegen Falk. Wofür hast du ihn gebaut? Ist er jetzt frei? Schon gut. Na, wofür hast du ihn gebaut? Liegt das nicht auf der Hand? Im Krieg brauchen wir eine Armee, die unsere Kampfkraft verdoppelt, aber unsere Leute nicht verheizt. Wir haben Waffen, Kampfmaschinen, Bots. Aber eine Maschine, die aussieht wie du und ich, das ist etwas anderes. Niemand wird sie erkennen, niemand wird sie vermissen. Sie ist unendlich replizierbar und viel stärker und schneller als die Menschen. Das ist die ultimative Waffe. Ja. Ja, ich habe den Eindruck, Falk denkt und handelt so wie ein Mensch. Dein Spielzeug ist bei mir gut aufgehoben. Ah, das obere. Ich habe den Eindruck, Falk denkt und handelt so wie ein Mensch. Das ist ja das Schöne daran. Er kann durchaus logisch denken und er ist loyal. Ein schlechtes Gewissen musst du aber trotzdem nicht haben, wenn er fällt. Obwohl es natürlich sehr bedauerlich wäre um seine Komponenten. Habe ich nicht. Gut. Er ist und bleibt eine Maschine, nicht mehr und nicht weniger. Der Duke will deinen Tod. Ja, ja, wer von den Idioten in der Wüste will das nicht? Jetzt bin ich frei. Und die Penner können mir nichts mehr. Okay. Dann hätten wir das schon mal, ne? Und wo ist jetzt Falk hin? Ich werde mal speichern. Gut. Falki, wo bist du? Falk? Hey du! Ich brauche einen 8er Schraubenschlüssel und einen Satz Sicherungsringe. Und wenn du schon dabei bist, bring mir doch eine waffenfähige Elex-Batterie, ein Druckluft-Einlassventil und was war das letzte? Ich wollte jetzt eigentlich Falk suchen, aber der hatte einen Namen und den wollte ich jetzt ansprechen. Und Falk hat eine Quest für uns, wie es ausschaut. Deswegen bin ich nicht hier. Ich schicke dir jemanden, der sich darum kümmert, bin schon auf dem Weg. Was? Moment, mir fehlt doch noch etwas. Gib mir Zeit zum Nachdenken. Nein, das kann nicht sein. Willst du jetzt meine Hilfe oder nicht? Einfach den Mund halten. Schon zu viel verlangt. Wie soll ich mich unter den Umständen konzentrieren? Und weil es ist, wie es ist, bist du die falsche Wahl für diese Art von Arbeit. Oh. Schätze, ich muss das Werkzeug selber rankarren. Eines sage ich dir. Man buckelt sich den Rücken krumm. Und wenn man einmal nach Hilfe ruft, gucken alle beschäftigt aus der Wäsche. Damit meine ich auch nicht explizit dich. Also, mach nicht so ein Gesicht und sag mir, warum du hier bist.
Ups. Du wirkst überfordert mit deiner Arbeit. Du wirkst überfordert mit deiner Arbeit. Pappelapapp, es gibt wohl kaum jemand Besseren als mich für diese Aufgabe. Wir hätten nichts sagen sollen. Aber wenn so viel Verantwortung auf deinen Schultern lastet und du 24 Stunden am Tag Blut und Wasser schwitzt, ist irgendwann mal Schluss. Ich habe den Krieg nicht darauf beschworen. Aber jetzt, wo es zu spät ist, müssen wir Mechaniker die Suppe auslöffeln. Dann mach doch eine Pause. Hör auf zu jammern, das ist erbärmlich. Na, mach eine Pause. Dann mach doch eine Pause. Und was dann? Soll ich einem Grünschnabel all das hier aufhalsen? So egoistisch bin ich nicht. Es obliegt meiner Verantwortung, die Dinge hier am Laufen zu halten. Immerhin sind wir die Einzigen, die wirklich in der Lage sind, die Alps aufzuhalten. Es ist wichtig, dass hier alles reibungslos funktioniert. Und wenn man mir keine Hilfe zubilligt, muss ich das eben alleine erledigen. Von mir erwartet man nackte Zahlen. Am Ende des Monats muss die Produktion stimmen. Kurz gesagt, eigentlich bräuchte ich Hilfe. Jemanden, der hier und da eine Kleinigkeit für mich erledigt. Bezahl mich, dann helfe ich dir bei der Arbeit. Bring mir was bei. Ja, das Obere? Bezahl mich, dann helfe ich dir bei deiner Arbeit aus. Abgemacht. Wer weiß, vielleicht hätte man mir irgendwann einen Hans Wurst zur Seite gestellt, der nicht einmal gerade auslaufen kann. Tja. Du scheinst damit ja keine Probleme zu haben. Ich will da mal ins Detail gehen. Mir fehlen spezielle Ersatzteile. Wegen der chronischen Unterbesetzung fehlt mir die Zeit, meinen Lieferanten eigenhändig aufzusuchen. Nimm du daher diese Summe und erledige das für mich. Alles klar, Kleinigkeit. Du vertraust mir einfach so deinen Splittern? Nö, Kleinigkeit. Kleinigkeit. Na, warten wir ab, bis du zurück bist. Viel Erfolg. Danke. Bring mir was bei. Na, wo soll ich deinen Lieferanten treffen? Ja, das ist besser. Wo soll ich deinen Lieferanten treffen? Der Typ hat einen straffen Zeitplan. Darum vergeudet er auch keine Zeit hier im Hort. Du wirst ihn am ehesten in den späten Abendstunden irgendwo vor unseren Toren treffen. Mhm. Okay, bring mir was bei. Ich denke, er ist Handwerker. Bring mir was bei. Wird gemacht. Na, überleben, das wundert mich jetzt. Das wundert mich jetzt wirklich. Ist es etwas, was uns nichts bringt momentan? Obwohl, ein bisschen Verstrahlungsresistenz hätten wir sogar. Okay, dann lassen wir das mal. Also, ja, lassen wir das mal. Ich habe keine Ahnung, was wir als nächstes lernen sollen. Wird schon werden. Gut. Falk, wo bist du jetzt hin? Gefährte. Ich glaube, der ist wieder heimgegangen, kann das sein? Dann würde ich sagen, wir machen noch vorher einen kurzen Abstecher. Zum Lager. Und nehmen Falk wieder mit, oder? Wobei wir seine Quest jetzt beendet hätten. Wir könnten theoretisch ihn mitnehmen. Arx. Mit ihm hätten wir auch noch eine Gefährtenquest und dann können wir uns wieder mit Ray. Musstest du dich eigentlich unbedingt einer Fraktion der freien Menschen anschließen? Was hätte ich deiner Meinung nach Besseres tun sollen? Ich will meine alte Stärke zurück. Vielleicht hast du recht. Egal. Ich dachte, ich frag mal. Statusbericht. Statusbericht. Keine nennenswerten Verletzungen. Das ist gut, komm mit. Mitkommen. Okay. Gut, das heißt, Falk ist wieder hier irgendwo. Dann passt das schon. Okay, nehmen wir mal den Arx mit. Dann können wir vielleicht später auch seine Gefährtenquest machen. Gut, ja. Wir wollen jetzt questbedingt Stahlhart, glaube ich, machen. Das würde sich vielleicht anbieten. Was ich lernen möchte, weiß ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Hier wäre der Händler. Dann bauen wir uns mal zum Eingang des Hortes.
Die werden schauen, dass wir da auf einmal einen Separatisten dabei haben, ne? Ja. Ah, soll das der Händler sein, mit dem wir schon mal gequatscht haben? Okay, der ist weit weg, kann das sein? Dann laufen wir ihm mal entgegen, oder? Halt. Da hätten wir ein Kräutelein. Ich würde sagen, wir laufen ihm mal entgegen und schauen. Vielleicht haben wir ein bisschen Glück. Und finden ihn. Also wie es ausschaut, ist er da. Oh, das schaut ganz danach aus. Der Metallstrott nehme ich mit, das Heferl lasse ich ihm. Hey, Schwatti. Was ist? Ich bin hier, um eine Lieferung abzuholen. Stehst du mit den Klerikern in Kontakt? Ja, fragen wir einfach mal zuerst blöd nach. Stehst du mit den Klerikern in Kontakt? Kommt ganz darauf an, wer fragt. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir beide in einer Geschäftsbeziehung miteinander stehen. Also frage ich mich, was ich von dir halten soll. Ich bin ein guter Junge. Ich bin im Auftrag von Goatheart unterwegs. Ich bin im Auftrag von Godehard unterwegs. Achso, Godehard. Okay. Wer soll das sein? Ach ja, ich erinnere mich. Du redest von diesem gebeutelten Typen, der sich den Arsch für ein paar Blecheimer aufreißt. Mhm. Das ändert natürlich alles, mein Freund. Also, was wolltest du nochmal von mir? Ersatzteile, eine Menge davon. Ich will wissen, was ein Outlaw hier draußen macht. Frag mal blöd nach, da ich jetzt. Naja, ein Outlaw macht hier Handel, definitiv, eindeutig. Ich will wissen, was ein Outlaw hier draußen macht. Meine Lebensgeschichte bringt mir keine Splitter, also konzentrieren wir uns auf das Geschäft. Aber jetzt habe ich eine Frage. Kannst du mich überhaupt bezahlen? Hältst du mich für mittellos? Natürlich nicht, Partner. Hier sind die Splitter für Godehards Lieferung. Hier sind die Splitter für Godehards Lieferung. Und der Rest? Welcher Rest? Der Rest, der durch die gestiegene Nachfrage zustande gekommen ist. Um genau zu sein, das Doppelte. Boah. Also, brauchst du weitere Lektionen in Angebot und Nachfrage oder rückst du langsam damit raus? Meine Güte. Wir können das auch anders klären. Shorty Drohn. Hier sind die Splitter. Dafür brauche ich Zeit. Du bekommst nicht einen Splitter mehr, als ausgemacht war. Wenn wir ihn bedrohen, steigt dann unsere Kälte? Wir können das auch anders klären. So verhandelt man aber nicht. Aber deine primitiven Methoden zwingen mich dazu, den Preis etwas zu drücken. Ich erlasse dir 50% der Summe. Abgemacht? Na dann. Hier sind die Splitter. Ich wusste, dass wir uns einig werden. Dafür kannst du dir der Qualität meiner Ware auch sicher sein. Dein Abnehmer wird zufrieden sein. Das freut mich. Verschlossener Kasten erhalten. Gut, lass uns handeln. Lass uns handeln. Mal schauen, was er hat. Wenn du zahlen kannst. Rohes Fleisch, Heiltränke, da haben wir eh nur mehr 2 Stück. Ob ich jetzt was brauen kann, weiß ich nicht so recht. Boah. Was verkaufen wäre super, ne? Was ist bitte Hirnkleber? Ach, braucht man das, damit man alle beisammen hat? Ja. Lebenssaft, Gesundheit plus 100. Der ist teuer. Aber notwendig schon fast. Was hätte man denn zum Verkauf? Hätte man eventuell irgendwas zum Verkauf? Kochen müssten wir auch wieder mal. Sehe ich gerade. Das wäre ganz famos. Ach, das ist so ekelig. Oh, eines Stalkers, aber gar nicht so wenig wert, wenn's denkst, ne? Das Fell ist, also Leder, ist auch ziemlich, ist ein bisschen das wert.
Horn nicht unbedingt, die Drüse, daraus kann man Süppchen kochen. Gunnars Tagebuch. Oh, das habe ich jetzt verkauft, ne, ich Idiot. Zurücksetzen bitte. Das haben wir noch nicht gelesen, ne? Alte Entlassungsliste. Boah, da hätten wir noch einiges zum Lesen. Ja, ich glaube nicht, dass wir irgendwas hätten, was ihm da reizen könnte und uns gutes Geld bringt. Haben wir noch zu wenig gesammelt wahrscheinlich. Oder ich habe halt zu viel verkauft, ne? Jo. Dann lassen wir das. Die Firma dankt. Wir porten uns wieder zurück, glaube ich. Es geht am schnellsten. Kathedrale, ja bitte. Porten uns zurück und der Party ist wieder zu Ende. Das gibt's ja, dass es jetzt 20 Minuten waren. Boah, da kennt das Kotzen echt. Die Zeit vergeht viel zu schnell. Ich möchte trotzdem noch die Quest abgeben. Ich renne falsch. Ich möchte trotzdem noch die Quest nichts, abgeben. Nichts, nichts. Das ist schön. Und dann wären wir. Ja. Ich glaube, da konnte man da hinten auch rein, ne? Waren wir da schneller? Bin mir gerade nicht sicher. So, dann so. Ich hoffe, dass ich da richtig laufen tue. Ja. Bedauerlich, dass die Kleriker das Elex nur für ihre Maschinen verwenden. Ja. Es ist so, als würde man sich einem guten Essen verweigern und die Reste vorziehen. Ja. Spare in der Not, dann hast du in der Zeit. So. Also, diesen Kasten habe ich von deinem Lieferanten bekommen. Sehr gut. Jetzt kann ich den Fehlstand der letzten Zeit aufholen. Du hast verschwiegen, dass du dich von einem Outlaw beliefern lässt. Das war alles? Ach, das obere. Das ist von der Führung so abgesegnet worden. In Notzeiten ist jedes Mittel recht. Mhm. Du lügst. Was ist in dem Kasten? Persönlichkeit 6. Kann man das? Na, können wir nicht. Das war alles? War das dann alles? Dein Lohn steht noch aus, aber das haben wir gleich. Ah, nimm. Danke. Und tschüss. Persönlichkeit könnte man noch lernen, das stimmt. Das war, glaube ich, am einfachsten bei den Perserkern zu machen, ne? Wartet mal kurz. Ich schaue nochmal. Vielleicht, dass die noch was Gescheites für uns hätten, was Brauchbares. Bunker des Dukes, hier die Berserker, ne? Cinder, genau, sie war die Persönlichkeitslehrerin. Ich bohrte mich mal dorthin, dass ich weiß, was ich im nächsten Part vorhatte. Werde mir schnell mal die Persönlichkeit durchschauen. Wir haben hier einen Lernpunkt übrig. Vielleicht bietet sich da was Tolles an. Die Größe des Hauses lässt darauf schließen, dass die Familie, die hier gewohnt hat, sehr mächtig gewesen sein muss. Wie kommst du darauf? Entweder die Familie hatte sehr viele Verwandte, oder dies war eine Brutstation. So oder so. Hier muss ein Herrscher gelebt haben. Nicht so ganz, aber süß. Ach, das ist niedlich. Ja, da haben wir eigentlich Ferien und Urlaub gemacht. Naja, egal. Ihr Lieben, ein schönes Abschlusswort von unserem Arx und ja, also dann werden wir mal mit der Brutstätte im Hintergrund den Part beenden. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!